Die krasse Kresse. Ja, diesen verrückten Zauberer, der halt unbedingt möchte, dass wir das Tal der Schatten endgültig befreien. Genau, und der möchte, dass wir in einer Höhle im Tal, also laut dieser Anleitung, diesen Text hier, in einer Höhle im Tal der Schatten, in der Eishöhle, das war die, wo die Yetis drin waren anscheinend, werden wir etwas finden. Okay. Meine, werde ich jetzt auch nicht lesen, weil ich will das Spiel ja selber nicht. Ja, schon klar. Also wir, hier spielt keiner permanent mit Lösungen, das sollte allen klar sein. Eishöhle. Ja, das war diese hier, die du ja auch ganz richtig benannt hast, als die mit den Yetis. Also da würde ich halt jetzt als erstes versuchen. Andererseits, wenn wir jetzt drei Stream-Folgen lang durch die Höhlen laufen, weil wir nichts finden, wäre ja auch blöd gewesen. Ja. Stimmt. Aber wir sammeln fleißig Erfahrungspunkte. Mythos, ich habe die Konferenz noch nicht geguckt. Was genau sind denn AirTags, die Apple da vorgestellt hat? Diese in diesem anderen Universum. Wenn du was verlierst, kannst du wiederfinden, glaube ich, oder so. War das okay. Ein Bluetooth-Sender, die du an irgendwas dran babst. Klingt jetzt gar nicht mal so nützlich, aber wahrscheinlich habe ich am Ende in 5 Jahren 16. Aber also wieder Sachen, die es schon vor 10 Jahren gab. Zum Beispiel an deinem Autoschlüssel. Ja. Mhm. Ah, sowas. Der einzige Unterschied, dass Apple jetzt alle iPhones benutzt, um quasi... für dich danach zu suchen. Ja, also schon Sachen, die es seit 10 Jahren gab, weil da gibt es schon Leute, die machen das seit 10 Jahren genauso. Ja, nur leider sind diese. Da ist es tatsächlich, ich fall um. Lisann sagt, dies ist mein privater Rückzugsort. Halt, Moment. Ist Lisann nicht Korbens Flamme? Ja. Sehen wir noch. We're in a pickle. Also, die wird nicht umgebracht, das könnte gleich mal knicken. Korben, klär das mit deiner Flamme. Erstmal kann ich meinen Fernseher jetzt hier wieder runterstellen in der Helligkeit, weil das ja gar nicht das Problem war und mir gerade die Augen rausbrennen. Du spielst doch auf dem Fernseher? Ja, ja, klar. Ich gucke auch auf dem Fernseher. Der Joe hat ja, aber du sitzt mal Kilometer weit weg, glaube ich. Naja, Kilometer. Der Joe hat gerade übrigens mal aufgeklärt, dass der günstigste AirTag 300 Euro kostet und der teuerste 450 Euro. Da kaufe ich mir lieber ein iPhone und pack das mit an meinen Schlüssel. Genau. Dies ist mein privater Rückzugsort, sagt Lisann. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich alleine lassen würdet. Korben sprintet voran, sagt Lisann. Was macht ihr hier? Ich bin eine einfache Kirchendienerin, die sich zurückgezogen hat. Ich kam hierher, um Trost und einen Ort zur Meditation zu finden. Gibt es keine besseren Orte dafür als diese Höhle? Nein, nicht wirklich. Viele Religionen lehren, dass Erleuchtung durch Härten und Entbehrungen erreicht werden kann. Diese Höhle bietet genau solch ein Umfeld. Welchem Glauben gehört dir an? Es ist eine persönliche Angelegenheit, über die ich mit Fremden nicht sprechen will. Stecke meine Nase nicht in eure Angelegenheiten, also wäre ich euch dankbar, wenn ihr euch ebenfalls aus meinen Angelegenheiten raushalten würdet. Wenn ihr jetzt mit euren Fragen fertig seid, würde ich es begrüßen, wenn ihr mich alleine lassen würdet. Sie scheint dich nicht mehr so richtig wiederzuerkennen, Korben. Ja, ich genau. Hört ihr mein Herz brechen? Also gut, nein. Ich suche Priesterin Aurils. Seid ihr das vielleicht? Ich weiß ein wenig über Auril. Die Frostmaid ist bei den meisten Völkern nicht sehr beliebt. Viele verehren sie mehr aus Angst, denn aus Liebe oder Ehrfurcht. Ihre wahren Anhänger sind selten und geben sich meist nicht als solche zu erkennen. Warum sucht ihr eine solche Person? Wir wollen sie nicht töten, doch wollen wir. Ach, da gibt's noch mehr. Moment. Was war denn die vierte Option? Das letzte ist es nicht wichtig, vergesst es. Okay. Hören wir auf mit diesem Spielgesang. Ich erkenne euch als das Barmädchen aus Kulda. Was macht ein Barmädchen hier, wenn es nicht mehr ist, als es scheint? Ich verstehe. Ich hatte mich schon gefragt, ob ihr mich erkennen würdet, da unsere Begegnung so kurz war, Korben. Sehr gut. Hören wir auf mit dieser Scharade. Ich bin Lisann, Dienerin der Aurel. Ihr habt eure Priesterin gefunden. Jetzt sagt, was ihr von mir wollt. Ich möchte zuerst die Grundsätze eures Glaubens erfahren. Was? Der Mann ist an viel töten. Interessiert. Aurel ist die Frostmaid, der kalte Atem des Nordens. Sie verlangt, dass ihre Anhänger alle Flammen löschen, alle Gebäude der Kälte öffnen und den Winter annehmen.
eine. Es schaudert Nehmer nur bei den Worten allein schon. Das sind die Grundsätze des Glaubens. Mehr werde ich in einem Ungläubigen nicht offenbaren. Also sagt, warum fragt ihr? Jemand hat mir von eurem Glauben erzählt. Ich musste sicher gehen, dass er nicht versucht hat, mich zu täuschen. Oh, wer wagt es, von Aurel zu sprechen? Ich will wissen, wer diese Person ist. Du kannst dich auch... Ich wollte sagen, du kannst dich auch immer mit deiner Gruppe besprechen, aber mach man. Kresselak, der Geist der hiesigen Gruft, der ist besorgt über eure Absichten mit seiner Ruhestätte. Ich weiß nichts von einem Geist, aber ich kenne die Gruft, von der ihr sprecht. Es ist eine Abscheulichkeit in den Augen der Göttin. Ich beabsichtige es, ihren Vorlieben entsprechender zu machen. Ein Geist ist an diese Gruft gefesselt. Er will die Ewigkeit nicht in Kälte und Finsternis verbringen. Mir ist es völlig gleich, was dieser Geist will. Er ist tot oder nicht? Was kümmern die Toten Licht und Dunkelheit, Kälte oder Wärme? Sie sind solchen Sorgen von Sterblichen entrückt. Was mit den Leuten in Kuldahar? Sie sind weder tot noch den Sorgen sterblicher Sorgen entrückt. Erbenus Kreuz, wollt ihr ihnen die Wärme und den Schutz des großen Baums verweigern? Kuldahar, der große Baum und der Kreis der Wärme sind Abscheulichkeiten in den Augen Aurels. Kuldahar wird in ihrem Namen den Winter annehmen oder der kalten Ödnis untergehen. In der kalten Ödnis untergehen. Aurels Wille wird geschehen. Jetzt vielleicht töten? Ja, ich fürchte, ja, leider. Das kann ich nicht zulassen, Lisa. Mit dem Kopf. Ich zieh mein Schwert. Ich beiß schon mal. Ach, wirklich? Wie traurig. Dann muss ich euch töten. Seid bereit, eurem Tod zu begegnen, Narr. Sprech direkt den Segen raus. Welcher Zauber habe ich gerade ausgerüstet? So sei es. Das ist gut, dass euch das... Ich stürme nach vorne, trete ihr gegen Schienenbein und ziehe mich wieder zurück. Okay, alles klar. Das machen wir gleich und gucken, ob du dabei direkt sterben solltest. Mini hat gefragt und er hat Schild, magisches Geschoss, gespiegeltes Ebenbild oder Akanasas Hexerei. Ich denke Schild und gespiegeltes Ebenbild. Die kann ich ja beide gleichzeitig nacheinander machen, oder? Also nacheinander. Ja. Mhm. So, Mini geht nach vorne, versucht da dieses Manöver. Wer möchte noch irgendjemand etwas machen? Ich möchte gerne meine Zauberwissen. Ich hau auf die Fresse. Gut. Was möchte der Wolf machen? Zubeißen. Alles klar, einmal zubeißen. Wen? Egal. Alles, was zwischen mir und... Essen. Wolf spuckt den Plusi wieder aus. Nehmer hat magisches Geschoss, sprühende Farben, Schlaf, der hat zu wenig Fleisch. Stärke und ein Melfsäurepfeil. Bobby und Mini kriegen auf jeden Fall einmal Stärke ab. Also okay, das dauert erst Bobby, ja erstmal. Dann Mini. Okay. Und als dritten zaubert ein Melfsäurepfeil auf sie. Willst du vielleicht den Melfsäurepfeil vorziehen, weil deine Gefährten bereits Richtung Nahkampf rennen? Ja, aber das ist, glaube ich, eine Berührungszauberstärke, ne? Ja. Das heißt, wollen die beiden Krieger nochmal zurückziehen? Vorher... Ich gehe mal kurz zu Nehmer. Alles klar. Was? Sehr gut. Erledigt. High five! Und wer sollte den zweiten, die zweite Stärke kriegen? Mini. Ja, ach, ja, alles klar, okay. Der muss da stehen bleiben. Dann bliebe noch Korben. Was möchtest du tun? Ich habe, glaube ich, zwei Gruppenzauber. Segen und noch irgendwas. Segen. Und Heiligtum. Ich weiß auch der nicht. Mythos schlägt vor. Ich glaub, Segen. Ich auch mal Feuer. Segen das trägt die bestimmt nicht. Ah, macht was mit Feuer, ist nicht schlecht. Ja, Gesang kannst du auch noch machen. Willst du lieber singen oder segen? Was war nochmal was? Gesang ist ein bisschen besserer Segen. Dann Gesang. Alright, let's go. Ach du Scheiße. Okay, die die Situation hat sich leicht verändert. Ihr habt jetzt fünf zusätzliche Yetis, die auf eure schwächeren Gruppenmitglieder abziehen, zumindest zwei davon. Einer sollte sich aber vielleicht auch auf die Magierin setzen. Ich habe festgestellt, dass Yetis mehr Fleisch haben und stürze mich auf die nächstgelegensten. Okay. Am Ich weiche von meinem Plan mit dem Beintritt ab und stürze mich auf den gleichen Jedi wie der Wolf. Okay, ich im Nahkampf? Wie der Pudel.
ich laufe, sobald ich die Verstärkung von Dema bekommen habe, zum Boss, damit er nicht unsere aus der Distanz hat. Das okay. ist eine gute Idee. Ich schließe mich Flusi und Olli an. Okay. Ich gucke nach links und gucke mir diesen großen Yeti an. Ich bereite mich auf meinen ersten Heilzauber vor. Der wahrscheinlich auf dich selbst geht, weil gerade der Yeti, glaube ich, auf dich raubt. Ich stehe irgendwie in der Landschaft und mache nichts. Das stimmt nicht, du greifst gerade den Yeti, glaube ich. Du hast ja den Stärkezauber abbekommen und jetzt kannst du dann losgehen. Ja, dann los. Ja, welchen willst du angreifen, Nehmer, mit dem Welf-Säurefall? Erstmal den Backpoppen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Stoffis nicht umfallen. Ja, okay. Ich habe doch hier diesen Zauberstab. Setz den Zauberstab ein. Nicht Melf-Säurefall? Erst mit dem Zauberstab. Ich glaube, der Zauberstab hat da auch Melf-Säurefall. Das ist der andere, dieser hier. Ja. Ach nee, du wolltest ja zur Magierin rennen. Der Gesang eigentlich funktioniert? Der Gesang hat funktioniert, du kannst noch Segen machen. Dann Segen, wenn beides geht. Ich sehe nicht, was ich mache, weil das leider nur mein Kamerabild passiert. Ist die Hexe gerade verschwunden? Ja. Ach nee, sie ist hier in den Nahkampf zu Bobby gegangen. Gut. Ja. Interessant. Dann kann Bobby Bobby. Heilung auf Wilzes. Kinder, die langen ganz schön zu. Also ich hab mehr Schmerzen als du. Korben sollte jemanden heilen. Mini, Olli ist vorne. Ist der Stärke-Buff jetzt auf mich selber oder wirklich jetzt gerade nochmal Stärke? Nee, Stärke auf Dingsbums wolltest du doch auf Mini. Irgendwie steht in der Landschaft immer noch nicht. Leute rum. Wer steht rum? Hier, die hat dich verzaubert, dass du Flucht gemacht hast und ist dir hinterhergelaufen. Deswegen seid ihr jetzt hier unten. Die Sau. Hau an, Polite. Irgendwie treffe ich die nicht. Nehmer, ich würde dich fragen wollen, ob du vielleicht auch sie mit angreifen willst. Ja. Nochmal Heilung auf Olli. Ja, und danach halt auf Bobby. Ich würde erstmal einen Heiltrank nehmen. Oder genau, nehmen wir erstmal einen Heiltrank. Ja, Olli, ich würde dich vielleicht zurückziehen. Klingt gut. Ich glaube, Wolf kannst du einen Heiltrank nehmen, ne? Nee, ich hab keine. Nee, du kannst auch nichts nehmen. Ich schlaf auf einen der Yetis. Wo ich jetzt gerade so rumstehe. Genau, versteck dich hinter dem. Ich wüsste, ja, ich hab schon schlechtere Ideen gehabt. Ich wollte Schlaf machen. Ach, Schlaf, entschuldige. Auf einen der Yetis. Ja. Die Heilzauber. Oh, oder sprühende Farben. Sprühende Farben geht auch mit Sicherheit. Ja, aber es geht hier dann auch auf deine Kollegen, ne? Okay, lass mir das. Greife ich gerade irgendjemanden an? Ja, du greifst, also hier, diesen Yeti mit an. Oh, okay. Machst du auf Schaden dabei? Vielleicht. So, einer ist platt. Jetzt ist die Frage, wollt ihr auf die Yeti gehen oder vielleicht erst die Magierin hier mit kaputt machen? Ich bespare aus die Magierin. Mach erstmal die Yeti kaputt. Okay. Wenn da jetzt gerade ein bisschen Ruhe ist, würde ich aber mit auf die Magierin draufgehen. Die kriegt einen Mave-Säurefall nochmal ab. Den hast du schon gemacht. Was ich machen kann, ist der sollten wir gerade schon konzentrieren, weil... Also ich würde dem, wenn er gerade gesprochen hat, zustimmen, wir sollten erstmal die Yetis kaputt kriegen, oder? Mir geht's nicht gut. Ja, aber dich greift gerade niemand an. Ich nehme Heiltrank, wenn ich einen hab, ich weiß nicht. Ich würde meinen zweiten Heiltrank nehmen. Ich glaube, Mini das auch empfehlen. Mini sollte auch einen Heiltrank nehmen, wenn das okay ist. Ja. Ich glaube, Korben und Laura auch. Korben heilt sich selbst, würde ich vorschlagen. Okay, habe ich keinen Heiltrank. Okay, ja, dann. Existiert Nehmers Gefährte noch? Nee. Na, aber den kannst du auch gerade nicht machen. Ich würde mit Nehmer jetzt erstmal fliehen. Nimmst du noch meinen zweiten Heiltrank?
Deinen habe ich, glaube ich, schon ausgewählt. Ja. Ja, aber habe ich den ersten, oder? Nee, du hattest 3. Jetzt hast du noch einen. Oh, wow, die langt zu. Was ist denn bei Nehmer hier los, dass sie... Aha, die Schlinge gefehlt. So viel dazu. Ja, so, das hier ist ein Problem. Ein Yeti geht halt gerade hinter Nehmer hinterher. Plusi versucht sich auf den Yeti zu schlagen. Aber Nehmer kann auch die ganze Zeit mit den Zaubersprüchen rumballern von den Stäben, oder? Ja, kann sie machen. Fände ich, glaube ich, jetzt. Ah, jetzt, okay. Die Magierin hat gerade Interesse an mir verloren. Ich sehe gerade nicht warum. Ja, du bist wieder auf Flucht, nehme ich mal an. Ja. Aber halt, der Werwolf ist auch so in der Nähe. Hat kaum noch einen Heilzauber? Einen hat er noch. Einen haben wir noch. Wir seid alle. Ja. Fast alle. Ich würde ihn auf trotzdem auf den Wolf machen. Okay. Ja. Ich glaube, niemand hat noch viel Abstand. Ja. Ich baller immer deine Dinger hier raus, weiter. Ja, ja. In der Hoffnung, dass das klappt. Ja, noch einer tot. Jetzt nur noch einer. Und. Wo bin ich? Hier, du stehst direkt vor deiner Kontrahentin. Ja, da ist Nehmer drüber. Ich sehe noch nichts in dem Bereich. Was? Doch, doch, du stehst hier genau in der Mitte. Bobby, ich sehe dich. Ach, da! Der mit dem blauen Schild. Der da noch war. Ich bräuchte übrigens bald Hilfe, weil die lange Heiltrank irgendwas gemacht. Ja, wenn ich so einen dicken Zauber hab. Ich hab, glaube ich, noch einen großen Heilzauber, oder? Ja, Bobby hat immer noch Trefferpunkte. Ja, jetzt nicht mehr, aber gerade eben hatte er noch so viele Trefferpunkte, wie Nehmer überhaupt hat. Ja, aber die langt auch bei jedem Schlag mit 10 zu. Ja. Wollt ihr alle auf sie gehen, in der Hoffnung, dass der Yeti immer daneben haut? Ja. Ja. Deine Heilungen gehen gerade nicht. Ich glaube, du bist gesilenced, Korben. Ich versuche es jetzt schon zum dritten Mal. Ich habe noch keine Ahnung. Aber ich habe noch einen Trank. Nee, du hast keinen Trank mehr. Du hast alle 3 genommen. Ist leer. Ich habe die 3 genommen. Okay. Ja, also. Wenn ich das oder ist das? Wo der gerade so lila leuchtet. Jawohl! Oh, ein Schlag noch. 2 Schläge, dann ist das wie tot. Ja, aber. Ja, oder wir. Nur lenk den mal ja, ab. Ja, leider auch. Was soll ich machen? Ja. Haben wir keinen. Gespiegeltes Ebenbild, Mini, versuchen. Ja, das könnte helfen, dass er mich nicht findet. Also, ich bin auf meinen Bogen und verhack den. Wow, epic! First try, what a fight! Schön. Wow. Niederer Schatten, sie ist tot und der Fluch ist gebannt. Wir sind frei, wir danken euch. Also ich finde, das war dilettantisch großartig gemacht, wenn man mal sieht, wie viele nur noch einen Hit abbekommen hätten und aber alle überlebt haben. Schön. Hallo, ihr sympathischen HeldInnen, sagt Niklas. Hallo, grüß dich. Hell yes, ich komme im richtigen Moment. Gigi. Was guck heißt denn dilettantisch? Ich weil Niklas reingekommen ist. Naja, dilettantisch von meiner Seite aus. Das war perfekt getimed, wolltest du sagen. Ach so, okay, ja. Alles perfekt gemacht, genau. Das ist alles so richtig verkaufen. Was für ein alles Fluch oder gern geschehen, lebt wohl. Was für ein Fluch? Der niedere Schatten redet mit Nehmer, die direkt in der Nähe steht. Was für ein Fluch? Sie hat das Tal verflucht und wir sind auf ihr Geheiß auferstanden. Wir konnten uns ihr nicht verweigern. Der Ruf, er war einfach zu mächtig. Von was für einem Ruf sprecht ihr da? Vom Porsche. Ich weiß es nicht. Ich habe dafür keine Erklärung. Wir konnten dem Ruf nicht widerstehen. Ich muss jetzt gehen. Meine Heimat, das Reich der Toten, ruft mich. Lebt wohl.
Na gut, geht wohl. Und ich brauche jetzt erstmal einen Tag Pause. Ich falle einfach an Ort und Stelle um. Ja, aber erst einmal war die Sache wieder auf. Ja, das könnt ihr gerne tun. Ich nicht. Ich beiße in einen Yeti und kotze dann in irgendeiner Ecke ein bisschen Fell aus. Gibt's keine Katze? Oder anders gesagt, ich loote Yeti-Fell. So eine Fellkugel. So, ihr habt also Kresselachs Mission erfüllt. Dann wissen wir ja wenigstens, wo wir jetzt hingehen müssen. Ja, das war doch aber gar nicht sie hat die... Doch. Morgenstern, und zwar ein schöner, guter. Mal sehen, ob der identifiziert werden kann. Sie hatte gesagt, dass die, wie auch immer die Gute hieß, die Göttin ist und sie die Priesterin für sie ist. Aha. Ich glaube, das ist Aurelia, glaube ich. Aurel. Ja, ich bin nicht gut mit Namen, ist egal. Aurel. Ne, sie war schon Aurel, das war schon richtig. Die Verkörperung Aurels, ne, ja. Lucy steht plötzlich auf, geht in eine Ecke und zieht ein Bier aus dem Schnee. Was? Oh, wie geht das denn? Wo hast du das denn her? Ich stürze mich auf ihn und grab da, wo er gegraben hat. So, ich würde jetzt hier schlafen, wenn das auch in eurem Interesse sein sollte. Sind da oben nicht Kisten? Die habt ihr schon das erste Mal aufgemacht, als ihr hier wart. Wenn wir hier campen, würde ich mich dann zu Korben setzen und dann sowas sagen wie, keine Sorge, Liebeskummer haben wir alle mal, manchmal müssen wir sie einfach töten, aber er hört halt bloß... Können wir eine Dokumentation über unseren Erfolg anlegen, bevor wir hier campen? Was möchtest du? Speichern. Hab ich schon gemacht. Ja, schon. Schnellspeicherung erfolgreich. Sehr gut. Ah, ihr schlaft wie immer bei Ratten und Kerzenschein. Bobby denkt an die... Aber... sie die Geister beschworen hat, müsste das bedeuten, dass wir jetzt im Tal selber nicht mehr irgendwelchen Untoten begegnen. Ich würde deinen Vertrauten beschwören, Nehmer. Ist das in deinem Interesse? Ja. Heißt das, dass der Geist jetzt auch weg ist, der uns den Auftrag gegeben hat? Nee. Der war schon vorher da. Ach so. Nee, der Geist müsste noch da sein. Der Fesselack meinst du? Wenn nicht, dann plündern wir einfach sein Grab. Der krasse Lack. Ah. Oh, hier ist es so schön hell. Einverstanden. Ja, Tal des Lichts. Tal des Lichts ist es jetzt. Tal des RGB 235 Limited. Wow. Nerd! Den brauche ich noch. Nerd? Ist das was ein berühmter Ausspruch? Von irgendwas? Ja, das hier Nelson. Haha, Nerd! Oder war das? War das nicht Nelson? Was Simpsons? Egal, auf jeden Fall brauche ich das. Haha, würde aber schon reichen, glaube ich. Haha. Nee, haha. Nee, ich will dieses dedizierte Nerd haben. So, nach langem Durchrennen des Schnees habt ihr doch einen großen Fortschritt direkt auf Anhieb erledigt. Muhahaha. Niemals Begleiter. Lucy, ist das eigentlich so eine Nasencam von einem Notebook oder hast du die Webcam so aufgestellt? Ja, das ist die Nasencam vom Notebook. Ah ja, okay. Lenovo machte das mal so. Das ist natürlich aus dem Laptop, der hier unten steht, mit Webcam und dem externen Monitor, der dahinter steht, weshalb ich mal hochgucke. Vielleicht muss ich einfach tauschen. Ich muss einfach eure Kamerabilder da oben. Dann müsst ihr nicht mehr Pumpel zählen. 13. Reicht Korben eine Flasche Wein, da Nightbot sich weigert? Wer hat das denn gemacht? Das hat Mini jetzt geschrieben, oder wie? Ja. Sehr gut. Aber Wein. Warte, habe ich vorhin noch bekommen. Wir haben Glühwein, ne? Aber Nightbot hat immer noch Glühwein. Zum Glück auch gleich eine Flasche, da weiß der Mini schon. Bin schon dran. Ja, mal, wie der Liebeskummer weggetrunken wird. Sind wir bald da? Wir sind gleich da. Aber Bobby hat es in den Oberschenkeln. Ich hab auch Mut. Er wird gehen und dem beichten, dass er seine Bar meint. Bin schon dran. Wie wollte er dem Kresselack denn jetzt gegenübertreten? Auftrag erledigt, Geld her. Okay, dann macht das Bobby. Wir wollen hier von ihm wissen, was jetzt das für ein Böses ist, was sich hier ausbreitet. Ach stimmt, das war ja die Bedingung, dass er uns das erzählt, dass wir sie umnieten. Ah ja.
So, Bobby spricht Kresselack an. Ihr seid zurückgekehrt. Achso, der redet selber. Ja, die Priesterin ist tot. Ja, ich spüre ihre Anwesenheit nicht mehr. Gut gemacht. Ich danke euch. Gut gemacht. Das Lohn dürft ihr nehmen, was immer ihr in meinem 13.000. Also plündern wir doch sein Grab. Ihr habt gesagt, ihr würdet mir sagen, wer für das Böse verantwortlich ist, das Kuldahar quält. Und jetzt ist er so 13 und sagt, das weiß ich nicht. Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, wer verantwortlich ist. Ich kann euch nur versichern, dass ich es bin. Noch jemand sonst in diesem Tal. Wäre es anders, würde ich es spüren. Das ist nicht die mir versprochene Antwort, Geist. Versprochen? Ich habe euch kein Versprechen gegeben, Abenteurer. Was eure Antwort betrifft, zu wissen, wo euer Feind nicht ist, ist genauso wichtig wie zu wissen. Oh, jetzt kommt noch zu viel, oder was? Sei froh, dass du tot bist, Junge, sonst. Jetzt plündern wir sein Grab definitiv. Tagebuch. Wir haben Lisanne, die aurelitische Priesterin, getötet und sind zu Kresselack zurückgekehrt. Leider konnte der uns nur die Auskunft geben, dass weder er noch jemand anderes im Tal der Schatten etwas für das Böse konnte, das Kuldahar heimgesucht hat. Es sieht nun so aus, als müssten wir zurück zu Arundel, um ihm dies zu berichten. Vielleicht hat er ja eine Ahnung, was wir als nächstes tun könnten. Also gut, Geist. Also gut, Geist. Ey, mein Text. Richtig, dein Text. Plus wird schon wieder Stufe hoch. Mini-Stufe hoch. Olli-Stufe hoch. Quick Save. Wie kann ich helfen? Die Levels droppen hier wie der Base seit 2003. Stufe erhöhen. Nur 8 Trefferpunkte, aber das ist gut. Und Sagenkunde erhöht. Vielen herzlichen Dank. Mythos sagt gerade, der Geist war in einem früheren Leben mal Anwalt mit Spezialisierung auf Versicherungsklauseln, oder? Ja. Eindeutig. So. Stufe erhöhen für Klusi ist immer gut. Fallen finden bist du bei 95, leise bewegen 40, im Schatten verstecken 50. Das sind deine primären Eigenschaften. Schlösser also öffnen 60. Fallen finden machen wir auf jeden Fall mal auf 100, aber es geht, glaube ich, noch höher. Es geht deutlich höher. Ja. Okay, dann machen wir das mal auf 110. Und Schlösser öffnen auf 70 dann. Zwar. Auch du hast Lebenspunkte hinzubekommen und nun 42. Zuletzt Mini, kurz vor einem Quick Save. 42 ist gut. 42. Mehr Level bekommst du nicht. Der Mini bekommt 2 zusätzliche Zauber. 3 zusätzliche Trefferpunkte und Sagenkunde um 3 erhöht. Na dann ab zum Sarg, ne? Wer ist denn so? Ja, das brauchen wir ja nicht fragen. Mr. 42. Ich würd sagen. ich suche nochmal sicherheitshalber nach Fallen. Geht rum, es links, doch keine, rechts. Das wurde uns doch versprochen. Genau, das hat der Geist versprochen, der schon gesagt hat, jojo, er sagt uns, was Sache ist. Ihr findet 93 Goldmünzen, einen Heiltrank von Bobby, ein zweihändiges Schwert verzaubert, ein Krummsäbel verzaubert, ein Helm verzaubert und ein Plattenpanzer. No. Also es gab nichts mehr, wir müssen weitergehen. Den Plattenpanzer kann Mini anscheinend sogar tragen, das ist ja witzig. Hier steht, Plattenpanzer verbindet Kettengeflecht mit Metallplatten. Rüstungsklasse 3 gegen Klinge. Kann von vielen nicht verwendet werden, unter anderem Bobby. Willst du das einfach mal anlegen? Ah nee, dann kannst du wieder nicht... Dann kannst du wieder nicht zaubern, ne? So war's. Richtig. Okay. Ja, sonst kann es aber leider keiner benutzen, diese schöne Rüstung. So, ich will sie dir trotzdem einmal kurz anlegen. Sieht gut aus. Dann haben wir den Helm. Eine Art des offenen Helmes. Scheint ganz normal zu sein. Könnte Korben tragen, wenn er Platz im Inventar hätte. Ist zu weit entfernt. Ich würde sagen, diese Gelbunterlegung ist, glaube ich, so weit kann unser Dieb nicht werfen. Kann immer nur so weit werfen. Wir können den Dieb so weit werfen, aber nicht. Ja, Korben setzt den Helm auf und hat eine schöne Verbesserung und hat jetzt wunderschöne Ornamente Flügel an seinen Ohren. Flügel. Das höre ich auch besser. Etwas Energy Drink eines österreichischen Herstellers. Ja, die müssen wir identifizieren lassen. Alright. Ich höre erledigt.
Dann mal ab zu Arundel. Arundel, wie auch immer. Also, auf dem Spektakulum gab's den im Horn. Den Met? Ja. Das vermisse ich auch. Das ich ist noch lange. Ich hab ein Tal gerettet und alles, was ich bekomme, ist eine Potion. Und noch nicht mal die wurde dir überreicht von unserem Dieb. Jetzt wow. Hast du sie. Macht jetzt auch nicht viel besser. Das Beste auf den Mittelaltermärkten war für mich der gebrannte Mandelstand, wo du alle möglichen Geschmacksrichtungen gekriegt hast. Oh, was gab's denn da außer gebrannte Mandeln natürlich? Baileys zum Beispiel. Baileys gebrannte Mandeln? Geil. Das ist aber sehr mittelalterlich. Also, Baileys ja, gebrannte stimmt, Mandeln, Erdbeer, Kinderschokolade. Toffee, also Toffee, Karamell. Also ich ersauf was unglaublich Süßes in noch mehr Süßem. Ja. So funktioniert Zucker. Dieses britische Mittelalter. Also, du kriegst davon Diabetes vom Angucken oder es ist nicht süß genug. Es ist mir egal, ob es zum Mittelalter gehörte oder nicht. Ich fand es lecker und geil. Das ist wiederum sehr mittelalterlich etwas. Was zu dem Mittelalter gehört, ist bei solchen Mittelaltermärkten auch relativ. Ja. Nach dem dritten Met ist eh egal, was man in sich reinstopft, meinst du? Was war es da auch noch? Falafeln mit Hanfkörnern oder wie? Was sind denn das für Mittelalter-Dinger? Da hab ich mich vor allem, verpasst. Wo habt ihr Mittelaltermärkte? Tegel. Tegel? Bückeburg. Tegel, ja. Tegel ist doch. Wo in Deutschland ist das? Ein Flughafen. Berlin. Ich sagen. Ja. Das ist Tegel, was ich kenne. Aber deswegen kann ich es mir merken. In Deutschland. Ja, aber vielleicht gab es ja auch verbrannte Mandeln. Dabei, die müssen sich auch mal, wenn die Neuzeit anpassen. Ich finde das immer schön, wenn die Berliner denken, sie sind Teil von Deutschland, genauso wie die Bayern denken, dass sie Teil von Deutschland sind. Nee, warte, die denken es ja nicht, aber. Wisst ihr was? Ihr verhaltet euch alle gerade wie Sheldon. So. Ja, ihr habt eine eigene Flagge. Spaß. Das stimmt. Sagt doch gar nichts. Immerhin unsere sächsische Flagge sieht immerhin aus. Nee, warte, die Dresdner. Warte, wie war das? Rastede war gewesen, wo ich dran gedacht habe. Irgendwas war mit den Flaggen durcheinander. Ach nee, die Flagge meiner Heimatstadt ist die von Sachsen, obwohl es nicht in Sachsen liegt, weil aus Gründen. Was? Jetzt bin ich durcheinander. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ja. Lass uns weiter über Essen reden. Ich hab schon längst vergessen. Worum geht's hier eigentlich? So wie der Weihnachtsmarkt am Alex mit Achterbahn, sagt Freeweber. Die Flagge von Freiburg ist die gleiche wie die von England. So, wo wohnte der Arundel denn? In dem ersten Häuschen oder in dem Haus? In dem Erdklumpen. Genau. Neben der Wurzel. Das ist alles neben der Wurzel. Ja, es ist eigentlich. Was ist die Wurzel von 12? Ich verstehe die Frage nicht. Cannot compute. Ja, egal. Wer möchte mit Arundel den Dialog finden? Oh, Insert Moin kommt vorbei. Vielen herzlichen Dank und schönen guten Abend. Hallo. Wurzel 12. Hallo Mel und Co. Grüßt euch, macht's euch gemütlich. Wir sind gerade bei Arundel beim Baum der, wie sagt man, Baum des Lebens hier im Eiswindtal angekommen. Hallo Skizzenbildner. Hi. Und ich werde jetzt einfach mal den Mini vorschicken. Der sagt nämlich, die Pflicht ruft, wie passend, und spricht mit Arundel. Ihr seid wieder da. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Ach Mann. Oh, jetzt wird hier auch noch mit dem Taschenrechner gearbeitet. Ja, sehr gut. Die Taschenrechner haben alle ein bisschen Delay, aber am Ende antworten 2. Der Christoph war schneller. Ja, das war zu erwarten. Mini, bitte lesen Sie. Ich habe entdeckt, dass die Untoten im Tal der Schatten nichts mit den mysteriösen Ergebnissen auf dem Pass zu tun haben. Dann muss die wahre Ursache woanders liegen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Übel sich sorgfältig verborgen hält. Wenn wir es endlich entdecken, ist es vielleicht schon zu spät. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 10.000 Erfahrungen ist ja fast so viel wie der Kresselack. Ja. Wer steigt nochmal auf? Was sollen wir also tun? Vielleicht lässt sich das, was nicht gefunden werden will, mit magischen Mitteln finden. Oh, nehme. Aber dafür brauche ich eure Hilfe. Wir sind gern bereit zu helfen, soweit wir können. Gut. Folgendes ist zu tun. Ihr müsst ein altes Druiden-Artefakt finden, das als Herzsteinjuwel bekannt ist. Das ist ein mächtiger Stein zur Ortung des Verstecks dieses Übels. Vor langer Zeit befand sich der Herzstein hier in diesem Heiligtum.
Die Druiden von Kuldahar nutzten seine Kräfte, um das Gleichgewicht zu verstehen und Einblick in die Angelegenheiten der Menschen in den Reichen zu erhalten. Dann hat eines Tages ein Eingeweihter des Heiligtums den Herzstein gestohlen und ist aus Kuldahar geflohen. Die demütigen Lehren seines Mentors, des Erzdruiden, hatten den jungen Druiden ungeduldig werden und nach eigener Macht hungern lassen. Ein paar Jahre nach dem Diebstahl gab es Gerüchte über eine seltsame Sekte, die einen Tempel in den Bergen errichtet hatte. Es ist gut möglich, dass dieser diebische Druide etwas mit dem Entstehen dieser Sekte zu tun hat. Wenn dem so ist, dann kann man das Herzsteinjuwel vielleicht in diesem Tempel finden. Der Tempel soll in einem Tal sehr weit östlich von Kuldahar liegen. Ich habe es auf eurer Karte markiert, damit ihr den Weg findet. Reist zum Tempel und findet heraus, ob sich der Herzstein wirklich dort befindet. Herzstein. Wenn ja, dann bringt ihn nach Kuldahar zurück und ich werde mit seinen Kräften die Antworten finden, die wir suchen. Also ich mag eben nicht ganz richtig zugehört haben, aber hat er nicht erst irgendwas von einem Tempel auf dem Berg gesagt und dann plötzlich Tempel in einem Tal? Hallöchen, Jan. Punkt. Hallo Jan. Punkt. Grüß dich. Also, ich dachte tatsächlich, es geht irgendwie in den Baum und immer weiter runter. Ihr seht da mal, dass ich dieses Spiel noch nie so weit gespielt habe. Es geht in einen vollkommen neuen Ort. Und Nema hat noch ein Level Up. Ja! Waren wir bei Arundel schon mal oben? Können wir gleich mal machen. Du hast übrigens Konstitution nur 5. Ach so, weil du das gerade teilst. Alles klar. Stufe erhöhen. Und du bekommst einen weiteren Zauber des ersten und zwei Zauber des dritten Grades, Nehmer. Wow. Ich kann nicht mehr gucken, ne? Da kannst du mal richtig gucken jetzt. Und drei Trefferpunkte. Verdoppelt ja fast eine. Also erstmal die vom ersten. Da könnten wir jetzt natürlich identifizieren gleich mal reinmachen. Das bräuchten wir zweimal oder dreimal sogar. Ja, aber identifizieren würde ich meistens nur so lange drin behalten, wie wir auch wirklich was identifizieren aber müssen. Aber jetzt einmal reinmachen hier den raus und da auch nochmal. Aber bei drei kannst du nur eine Sache und die dafür zweimal. Sehr, sehr guter Zauber, sehr wichtiger Zauber. Hast. Wie es die korrekte Aussprache Bobby, ist. Bobby, ich mach dir gleich Feuer und Hintern. In der Haar. Dann mache ich dich stärker auf. Gehört, dass Hast eher langsam sind, aber egal. So, was war denn bei Mini? Da hatten wir gar nicht geguckt. Der kann ja auch hier etwas dazu lernen. Da machen wir dann mal die dritte Identifizierung. Und hier hast du auch bei Stufe 2 noch etwas. Du hattest zweimal Aganazars Hexerei. Hier die stinkende Wolke steht dir noch zur Auswahl. Klopfen, Unsichtbarkeit und Verschwimmen. Was ist Klopfen? Mit diesem Zauber lassen sich verschlossene, zugehaltene oder mit einem Zauberschloss versehene Türen öffnen. Genau. Geheimtüren gehören nicht dazu. Ich mache mal das Klopfen. Nimm's Klopfen, alles klar. Plusi guckt zu dir rüber und denkt nur, kein Vertrauen, der Kleine. Ja. Ja. Der Kleine. Ja. Der genauso große. So, du wolltest hier nach oben. Ich weiß nicht, ob es da nach oben ging. Gucken wir mal. Oh, tatsächlich. Ja, ich glaube, ich war da schon. Ja. Es geht noch weiter nach oben. Und noch weiter nach oben. Nee, da geht's hoch und runter. Vergesst es. Erledigt. Links ist da noch. Ciao, ciao. Nee, das war nichts. Okay, na gut. Gerade kam die gute Musik von Arundels zu Hause. Naja, das nächste Mal. In Erinnerung an den Erzdruiden Tolben, den Gründer Kuldahars. So, Bier? Ja, wollt ihr noch ein Bier, bevor er loszieht? Mhm. Ja, wir sollten mal mit dem Barbesitzer reden, ob der irgendwie was gemerkt hat bei seiner... Okay. Barmaid. Zum Wurzelkeller. Oder haben sie gestört, dass wir sie umgebracht haben? Ich werde übrigens mal ganz kurz ums Eck huschen, um Platz fürs Bier zu machen. Okay. Klar. Bevor wir losziehen, wären auch noch neue Heiltränke eine geile Sache. Ja. Oh ja. Ein guter Punkt. In Ordnung. Hier, und verkaufen. Und wir könnten noch mal nach neuen Zaubern gucken für Stufe 3. Und identifizieren. Geiles. Wir haben noch drei Sachen, die wir identifizieren wollen, oder? Dafür müsst ihr einmal schlafen. Amelia, eines eurer Barmädchen, hat gesagt, dass es euch um etwas zu essen,
dass ich euch um etwas zu essen bitten soll, kannst du sagen. Nee, das hat runter. Whitcomb, ich hatte eine beunruhigende Begegnung mit einem Europa. Ah ja, das genau. Ich hab's jetzt schon vorgelesen, aber dann gleich du. Ich hatte mich schon gewundert, wo dieser Follower. Vielen Dank für den Follow-Jan-Punkt, wo dieses törichte Weib hin ist. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass die Räuber sie erwischt haben, aber im Tal, sagt ihr? Sie hat gesagt, sie würde ihre Familie im oberen Teil von Kuldaha besuchen. Wie sie es alle 2 Monate oder so tut. Bobby steht vor ihm. Ach, ich soll mit dem reden. Ich nehme an, das hat sie euch nur erzählt, damit ihr nicht wisst, dass sie sich zum religiösen Meditieren. Ach, meditieren. Warum ist das groß geschrieben? Egal. Zurückzog. Sie war eine Priesterin der Auriel und sie ging hoch ins Tal, um den Willen ihrer Göttin zu erfüllen. Sie wird nicht zurückkommen. Meint ihr das ernst? Lisanne ist vielleicht kalt wie eine Hexenbrust, aber eine Priesterin der Frostmaid? Kommt, hört auf, Scherze zu treiben mit Wit. Hör zu, du stotterndes Skelett. Sie war eine Orelinenpriesterin und sie ist tot. Jetzt schweig. Oder vielleicht wart ihr die ganze Zeit mit ihr im Bunde? Was ist euer Glauben, Whitcomb? Oh nein, nein, ich verehre Tempus. Ich liebe Kälte. Glaubt mir. Ich liebe Kälte nicht, glaubt mir. Fragt die Brüder und Kaliana. Ich bin ein gläubiger Mann. Sehr gut, dann ist wohl eins von Kuldahas Problemen gelöst. Aber ich habe den Verdacht, dass Lysan nur ein Teil einer viel größeren Gefahr war. Ich verstehe. Also, um ehrlich zu sein, ich hatte den Verdacht, dass Lysan mehr war, als sie vorgab. Aber trotzdem, eine Priesterin der Auriel? Meine Güte. Nun denn, ich werde dafür sorgen, dass ihre Sachen hinausgeworfen und sofort verbrannt. Wartet, ihre Sachen? Hättet ihr etwas dagegen, wenn ich sie an mich nehme? Sie können geben. Vor allem, wenn sie ungeniert. Nun, in Ordnung. Ich habe sie hier in meiner Tasche. Wir haben Whitcomb berichtet, dass wir Lisanne getötet haben und dass sie eine Priesterin Aurils gewesen war. Er war gerade dabei, ihre Sachen hinauszuwerfen, aber wir konnten ihn überzeugen, ihre Habseligkeiten uns zu geben. Es war nichts Bedeutendes dabei. Im Wesentlichen handelte es sich um ein paar in ein altes Gewand gewickelte Schriftrollen. Dennoch könnten uns die Schriftrollen auf unseren Expeditionen von Nutzen sein. Danke, Whitcomb. Sehr gut. Wieso hat er ihre Sachen bei sich in der Tasche? Was? Da war die Option darüber, war und gebt sie her. Ich dachte, er müsste dir das geben. Ich wollte nett sein. Das haben wir gemerkt. Am Ende. Schwere Wunden heilen. Das wäre natürlich super, wenn Nehmer das lernen kann, aber es ist eher ein Korben-Ding. Und, schwere Wunden heilen hat noch gar keiner. Nekromantie. Nekromantie können weder Mini noch ich lernen. Ich kann auch keine Nekromantie. Das werden wir noch sehen. Was könnt ihr eigentlich? Zubeißen. Hier, offenbar hat Lisanne diese fadenscheinige Robe zurückgelassen, als sie sich auf ihre Pilgerreise ins Tal der Schatten begab. Als aurilitische Priesterin konnte sie sie wahrscheinlich nicht gebrauchen, als sie durch den Schnee ging. Ich möchte mir die Robe doch direkt mal näher angucken. Ach klar. Sieht aber ziemlich grau und Moment mal, Nehmer, wen betest du genau an? Ja, das müssen wir jetzt nochmal klären. Den Schafsgott? Auf jeden Fall nicht den Schafsrichter. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man nur Priester, sage ich mal, einen Gott am meisten verehren, aber trotzdem wird immer das gesamte Pantheon angebetet. Ich gehe instinktiv einen Schritt von Nehmer weg. Das war mehr OT. Ich muss gerade echt... Kritisch. Okay, krass. Okay. Bin schon dran. Ah, ihr wollt ja noch saufen, bevor ihr schlafen geht. Ja. Das sollt ihr natürlich machen. Etwas zu trinken wäre gut. Dann, wer möchte wie? Ich nehme Apfelmost. Oh ja, nehme ich auch. Apfelmost. Mach drei. Drei Apfelmost. Ich möchte mit dem Gruppenzwang an. Von Kuldaha. Ich sehe den Apfelmost gerade nicht, ich bin ein bisschen blind. Was? Da, Kniekracher Apfelmost. So, den wollten Bobby, den wollte Plusi,
Und den wollte Korben, ne? Ich auch. Genau. Und Mini auch. Auch dem Gruppenzwang angeschlossen. Und ist was von Goblins und Ogern auf dem Kuldaha-Pass zu Ohren gekommen, aber wer auch immer die Bewohner dieser Stadt verschleppt hat, hat keine Spuren hinterlassen, die von Goblins oder Ogern stammen könnten. Ich weiß nicht mal, was für Spuren das sind. Okay. Nema, du wolltest was trinken? Den Saft des Baums von Kuldaha. Okay. Dann hat nur der Olli noch nichts getrunken. Immer noch Apfelmost. Auch Apfelmost, alles klar. Eine Schale Milch. Am Pass wurden Riesen in Gruppen bis 10 Mann stark gesichtet. Das ist aber ein Hund, oder? Wenn man den Geschichten Glauben schenken darf. Ich frage mich, ob die Riesen zum Krieg rüsten. Falls es so ist, werden sie mit Kuldaha kurzen Prozess machen, wenn uns die Götter nicht beistehen. Na gut, dann mal ab ins Bettchen. Die Identifizierzauber nicht erst irgendwie reinmachen oder ging das? Habe ich schon reingemacht. Ja. Hab ich schon reingemacht. Ja. Da wollten wir nicht hin. Wo ist denn die? Ach, hier ist das, ne? Wo geschlafen wird? Töpfer, ne? Wo wird denn hier geschlafen? Da. Einverstanden. Möchtest du mal wieder elf sein? Ja. Olli? Dann kann er doch wieder nichts tragen. Stimmt. Genau. Jetzt die Frage, ja, wie viele habe ich noch genommen? Achso, wir müssen auch noch die ganzen Jedi-Fälle, die Jedi-Fälle verhökern. Stimmt, die müssen auch noch verkauft werden. Die kaufte doch hier keiner mehr, oder? Ja, doch, aber zum Vielleicht Preis. Vielleicht inzwischen wieder? Danke, Korben, für Rotwein verteilen. Erledigt. Ein Zimmer, sind noch welche frei? Ja, Bauer, Händler oder Edelmann. Bitte einigen Sie sich jetzt. Hat jemand nicht mal gesagt, sie schläft nur in Händlerzimmern? Ja. Mhm. Ja. Ihr habt allerdings auch einen großen, eine große Tat vollbracht. Vielleicht wollt ihr euch ja mal zum Edelmann. Was kostet denn die Edelmann? Noch haben wir nichts erreicht. Fünf. Eins, drei oder fünf? Drei. Na dann fünf. Drei. Goldene Mitte. Sieben Zahlen, verdammt. Dann mach er Mitte. Keine Zahl ist der anderen überlegen. Naja, eins, die Eins gehört ja nicht mehr zu den Primzahlen. Stimmt, die Eins ist eigentlich die bessere Primzahl. Ja. So, dann wird Nehmer mal anfangen zu identifizieren. Eine Schutzformel gegen Feuer wurde identifiziert. Damit kann sie etwas anfangen, aber nur einmalig. Ansonsten kann sie auch der gute Korben einmalig benutzen, Mini einmalig benutzen und ja, ist leider bei jedem so. Will die jemand haben? Ansonsten würde ich sie Nehmer geben. Was? Wie, von wo? Schutzformel gegen Feuer. Einmalig. Warte, ich bin, glaube ich, gegen Feuer anfällig, oder? Ja, im Fell, ja. So, Fell. Die Klinge hört auf den Namen Milikis Wiege. Diese Klinge ist eine weniger bekannte Waffe, die traditionell nur von den Waldläufern im Dienst von Miliki benutzt wurde. Dieses Exemplar hat eine einfache und bescheidene Vergangenheit. Milikis Wiege wurde ursprünglich von einem Dreigespann von Druiden für einen Waldläufer namens Kel Pfadgänger gesegnet. Kel führte ein friedliches Leben, indem er nur den gelegentlichen Ork oder Goblin abwehrte, der in sein Gebiet eindringen wollte. Als er in hohem Alter starb, hatten die Druiden niemandem, dem sie die Klinge vermachen konnten. Schließlich nahm der älteste der drei, Bimon, den Krummsäbel an sich, benutzte ihn aber nie im Kampf. Als Bimon und seine Gefährten längere Zeit von ihrem Hain abwesend waren, stahl ein umherziehender Söldner alle Schätze aus dem hohlen Baum. Er nahm den Krummsäbel mit in die Gegend im Norden des Grats, der Welt, wo er an Unterkühlung starb. Eine Klinge, Krummsäbel. Ja, das alles mit Mon am hinten ist ein Digimon, oder? Mhm. Plusi kann das Ganze benutzen, aber ich glaube auch du, Olli, falls du mal wieder als Mensch irgendwann kämpfen möchtest, kannst du dir das überlegen. Ich glaube, dafür warst du geeignet. Ich glaube, als Mensch bin ich Fernkämpfer geskillt. Okay. Dann wäre hier die Frage bei Plusi, der hat das Katana, auch das ist Klinge, aber Fertigkeit Katana und das hier ist Fertigkeit. Genau, als Elf. Krummsäbel. Bin kein Mensch. Ja. Mhm, als Elf, ja. Glaube, das könnte dann verkaufen, ne? Ja. Okay, dann haben wir
Hier können wir gerade nichts machen. Dann geben wir das mal dem Mini. Kresselack hat sein Schwert euch überlassen. Der König der Barbaren trug dieses Schwert einst bei der Eroberung der nördlichen Lande. Wie er in den Besitz der Waffe gekommen war, ist allerdings nicht bekannt. Viele Gelehrte glauben, dass Kresselack die Waffe auf einem seiner Eroberungszüge gefunden hätte. Es gibt aber auch Gerüchte, die besagen, das Schwert sei das Werk eines mächtigen Magiers und Kresselack selbst habe es in Auftrag gegeben. Die Wahrheit wird nie ans Licht kommen. Sein Zweihänder. Wir gehen einfach zurück und fragen ihn. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Bobby kann das Ganze tragen, aber... Dann kein Schild mehr. Dann kein Schild mehr. Okay. Ja, im letzten Kampf war es sehr wertvoll, ein Schild zu tragen, deswegen befürchte ich, das sollten wir auch erstmal beibehalten. Also auch eher verkaufen. So, jetzt können wir, glaube ich, gerade nichts mehr identifizieren, ne? Ja. Moment, irgendjemand trägt da einen unidentifizierten Schild. Ich kann aber Streitkolben. Nein, und Streitkolben? Das ist Nehmer, die hat auch diese Robe. Dafür müsst ihr aber nochmal. Die Robe. Müsst ihr nochmal schlafen. Nee, aber ich dachte, ich meinte gerade irgendjemanden gesehen zu haben, der quasi einen unidentifizierten Ding anhat. Der Panzer? Der Plattenpanzer oder was? Da. Das hier ist Bobby oben. Oder ist gucken das, wir mal bei Bobby gleich. Das ist nur, weil der magisch ist. Morgenstern ist einfach plus eins. Ja, der ist magisch. Den haben wir identifiziert. Nee, du hast recht. Der ist nicht identifiziert. Das ist ja irre. Irre. Das ist ja wahrscheinlich verflucht. Kettenhemd plus eins. Okay. Und die Robe ist der Umhang des heranrückenden Sturms mit einer langen Geschichte. Wollt ihr die hören? Natürlich. Die Wirkung der anscheinend fadenscheinigen Robe beruhte auf Lisans Geheiß, um sie nicht als Aurilpriesterin zu enttarnen. Denn sobald auch nur eine einzige Schneeflocke auf die Robe fällt, verwandelt sie sich in einen funkensprühenden weißen Umhang, der es seinem Träger erlaubt, über Schneewehen hinwegzuschweben und mühelos die reißendsten Ströme zu durchqueren. Die meisten Händler reißen sich nicht um die Robe, da sie als geheiligter Gegenstand Aurils der Frostmaid betrachtet wird. Diese Roben wurden bei der Zeremonie des heranrückenden Sturms Winterbeginn für Auril geschaffen. Sie dienen speziell dazu, Flammen abzuwehren und ermöglichen es dem Träger jeglichen Versuch, angehalten oder festgehalten zu werden, zu trotzen. Das ist ja doch sehr praktisch. Obwohl die Priesterinnen Aurils eine natürliche Widerstandskraft gegen Kälte besitzen und sich mühelos durch Schnee und eisige Flüsse bewegen können, verstärken die Umhänge den Schutz der Göttin, indem sie dem Träger zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Kälte verleihen. Wer schon immun gegen Kälte ist, kann ihre Kraft sogar absorbieren und ihn sogar vor Feuerangriffen schützen, indem sie die Hitze daraus extrahieren. Zusätzlich bietet die Robe Schutz, wenn der Träger ein Hindernis durchdringen oder überwinden muss, das ihn aufhalten soll. Netzzauber, Ghoul-Lähmung, Personen festhalten und so weiter. Eine Heizdeckenrobe. Willst du die anlegen? Bist die natürlich Robe? Als jemand des Aurils. Diese Robe hat total nichts Sonderbares an sich. Ich trage die mal, damit mir ein bisschen wärmer wird. Genau. Sage ich zu den anderen. Okay. Ja, du hast jetzt einen Feuerschutz und einen Kälteschutz schon. Und das Kettenhemd gibst du Bobby wieder. Ein Traum von einem Kettenhemd. So, wollen wir die Identifizieren-Zauber wieder wegmachen? Ja. Gut, dann machen wir das. Und ich habe übrigens mal nachgeguckt, wenn ich in dem Sinne nicht dem gesamten Pantheon huldigen würde, würde ich wahrscheinlich am ehesten zu Ogmar gehören. Weil Ogmar der Herr des Wissens und der Sammler des Wissens ist. Mel stellt übrigens die richtigen Fragen. Ist die Robe auch scharflauschig? Ja, muss sie sein. Sag mal, nimmer. Muss sie sein. Und da Emdi bemerkt, dass Ava eine richtige Erzählerstimme hat. Ja. Wer? Auf jeden Fall. Ach, da Emdi, grüß dich. Moin, da Emdi. Ja, der ist da ja auch ausgebildet, der Fluffy da. Der Fluffy wurde gefördert, das stimmt. Danke, Golem, nochmal. Ich suche ein Zimmer, Händler, Mieten. Servus ist ja Latein. Ja. Befehle? Ja. Einverstanden. Das ist nicht korrekt. Erledigt.
Das ist der Nachfolger des Lateinischen. Ich hätte jetzt gern Popcorn. Und ich hätte gern einen Händler, der euch noch diese Dinger abnimmt, damit ihr nicht so belastet seid. Wo könnten wir das denn verkaufen? Beim Töpfer vielleicht? Nein, ihr werdet heute beide nicht mehr glücklich. Töpfer oder beim Schmied? Nee, der Schmied wollte die, glaube ich, nicht, die Felle. Wenn dann der in dem Warenhaus. Oder oben der Magier-Typ wollte der nicht die Felle unbedingt. Bin schon dran. Der Töpfer wollte nicht. Was meint ihr? Ach, der da oben links? Ne? Oh, dafür extra da hinrennen. Ich dachte, der unten links. Ne, der unten links? Der hier? Der hier? Moment, der Gemischtwarenhändler? Der Gemischtwarenhändler vielleicht. Erstmal wollten wir hier wegen Sprüchen bei Nema. Das war doch oben rechts, ne? Der, ja. Ne, oder war es der Magierturm links? Der hatte doch, glaube ich, vor allem Tränke. Dieser hier hatte Tränke. Ja. Brauchen wir ja auch. Deswegen geht euer Dieb mal nach vorne. Ich glaube, Sprüche sind viel, viel wichtiger. Schauen wir mal, was ihr so habt. Einmal ein Heiltrank. Leider nur einer da. Nee, mehrere. Sehr gut. Drei, dann mal drei für Plusi. Ich schlage vor, ihr macht euch einfach mal die Taschen voll. Taschen voll? Taschenvoll, finde ich gut. Da hört er gleich wieder hin, ne? Plusi, wir kaufen, nicht klauen. Oh. So, jetzt Plusi, hat er natürlich ein bisschen... versteckt unauffällig ein paar Goldmünzen in seinem Gewand. Solange es alleine soll, ist es okay. Ja, das ist jetzt sein eigenes. Vorher war es in deiner Tasche. Ich höre. Plusi? Vergesst nicht, bei dem Schmied wollt ihr da die Rüstung verkaufen und die zwei Schwerter, die ihr nicht braucht, oder wollt ihr da die noch weiter mit rumtragen? Verkaufen, oder? Würde ich auch sagen. Na gut. Alles, was wir nicht akut tragen können, außer halt vielleicht... Das erstklassige Kurzschwert kann, glaube ich, auch weg, oder, Plusi? Ich glaube, ja. Ja. Dann die Yeti-Pelze würde ich hier jetzt einfach verkaufen, bevor sie nerven. Dann Kresselachs-Schwert gibt es für 875, schon sehr gut. Millikis Wiege sogar 1400. Oh, Jesus Christ. Oh, hey. Das würde ich ja fast behalten wollen, aber es bringt ja nichts, ne? Milliki ist übrigens auch eine Göttin. Mhm. Das ist schon geil. Was für ein Artefakt. Aber ihr wollt das Geld, ne? Hm. Wir können es doch zurückkaufen, ja, oder? Wenn wir jemals wieder hier hinkommen. Also, ihr kommt, glaube ich, immer wieder hierher, aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass ihr es hier jemals benutzen werdet. Also, wer würde überhaupt Krummsäbel haben? Niemand, ne? Ich darf es nicht tragen. Soll ich mal gucken? Oder Krieger. Kann ich das irgendwo einsehen? Nee. Nee. Dann verkauft es. Nee. Na gut. Nee. Gut. Das bräuchte man ja auch nicht. Die beiden wollte der ja mit rumschleppen, weil man sie irgendwann nochmal reparieren kann. Reparierus. Haben wir noch was verkauft werden muss? Der Morgenstern hier. Streitkolben plus eins hast du schon. Ist der Morgenstern das gleiche? Keine Lagertruhe oder sowas? Oh! 4-9 mit ETWO 16 ist sehr viel besser für dich, Mini. Dann könntest du diese beiden hier sogar verkaufen, die beiden Streitkolben. Ja. Das sieht doch super aus. Jetzt dürftest du häufiger treffen als jemals zuvor. Heißt das, ich habe die ganze Zeit daneben gehauen? Ja. Und den Plattenpanzer wollte auch niemand anziehen, richtig? Nee. Mensch, 5000 seid ihr ja richtig reich geworden. Ha. Einverstanden. Wart's ab, bis wir über dem Sprüche haben. Wart's ab, bis wir wieder Geld. Ein paar weitere Münzen wandern in Lucy's. So, wollt ihr noch die Sprüche machen, in das neue Tal ziehen und dann machen wir Ende für heute? Jo. Okay.
Gut. Okay. Jo. Noch die. Nee, haben wir die Felle jetzt verkauft? Ja. Okay. Das wär's. Dann sehen wir noch das neue Gebiet. Nee, mal gucken, noch nach Level 3 zaubern. Und dann können wir, glaube ich, guten Gewissens zur nächsten Episode schauen, die in 2 Wochen da stattfinden wird. Beziehungsweise in einer, wenn Olli jetzt sagt, wir wollen umschwenken auf ein ungerades Wochensystem. Ich glaube, zumindest in 2 Wochen kann ich nicht. Okay. Da muss ich aber auf den Kalender gucken. Dann kannst du das ja machen, während wir nach Sprüchen gucken. Da verstehst du als Hund nämlich eh nichts von. Ja, genau. In 2 Wochen ist es jetzt so. Okay, also entweder nächste Woche oder in 3 Wochen geht es dann weiter. Oder ich komme später dazu. Von dir aus kommen, was? Gerne nächste Woche. Ja. Ich möchte ein paar Zauber kaufen, sagt die Nema. Ja, Zauber. So, dann musst du aber hier durch. Was musst du dir denn angucken? Man kann doch nicht mal sortieren nach Level. Gürtel des Gond hat er da. Kannst du dir gerade so... Ich sprang gerade noch zur Seite, während Nema auf ihn zu rannte, an ihm vorbei dann und auf den Händler zu. Plusi, das war's für dich, was er hier hat. Gürtel des Gond macht +10 Schlösser öffnen und +5 Fallen finden, entschärfen. Kostet genauso viel, wie ihr gerade insgesamt besitzt. Kauf das, dann kann Nema gar nicht mehr suchen und dann sind wir ja schnell wieder raus. Nein. Was ist das da drüber? Das ist der Verschluss von Bronzumhang. Verleiht dem Träger 5% Resistenz gegen Stich-, Hieb- und Geschossangriffe. Das ist tatsächlich auch sehr cool. Ja. Das ist eine Kette, ne? Mhm. 4200. Mhm. Eine Tranktasche hast du übrigens, Nehmer. Da können noch mal ein paar Tränke rein. Das mache ich mal, während du guckst. Du guckst gerade schon, ne? Ohne, dass ich das offen habe. So, kommt ein bisschen Sortierung rein. Und wir bräuchten mal eine Sprüchetasche für Nehmer. Aber jetzt mal im Ernst, ich finde das gar nicht doof, was es da für Plusi gibt. Nö, weil Fallen entschärfen und was war das andere? Nee, Fallen finden und... Fallen finden und Schlösser knacken. Schlösser öffnen. Oder? Ist ja nichts, ist ja was wir eigentlich dauernd benutzen. Mhm. Ist aber sauteuer. Ist sauteuer. Das stimmt. Haben wir denn wirklich Probleme gehabt, dass wir das jetzt aufrüsten müssten? Nö, das stimmt auch. Ja, es gab ja ein paar Fallen, die ich nicht gefunden habe. Das, auch das gibt es den Zauber Monster herbeirufen? Nicht gesucht und nicht gefunden sind 2 Paar Schuhe. Es gab auch eine Falle, die ich gesucht habe, wo wir wussten, dass sie da ist, aber ich konnte sie nicht finden. Wir wussten das aber auch nur, weil wir schon mal dran gestorben sind. Ja. Also er hat Verstricken, Schutz vor Bösem, kalte Hand, Entzug von Lebenskraft. Schriftrollen, Schatulle würde ich schon mal kaufen, das ist für dich total wichtig. Dann sprühende Farben, Freundschaft, magisches Geschoss, Schild, Schlaf, schneller Rückzug, lernfähige Kugel, Unsichtbares entdecken, Spiegelbild, Netz, Aganazas Hexerei, Personen bezaubern, Katzenanmut, oh, das müsste man eigentlich irgendwann mal machen, Taubheit, Wort der Macht, Schlaf, Mord der Macht, Schlaf wäre auch gut, Strahl der Schwächung, das ist alles, was er hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat keinen Level 3 Zauber, weil das teuerste ist Taubheit und das ist Grad 2. Ja, den Rest finden wir. Ab Grad 3 wird es nämlich teuer und interessant. Alright, dann gehen wir raus. Einverstanden. Mal sehen, ob wir jetzt hier auch links rausgehen können, um ins neue Gebiet zu kommen. Das müsste nämlich funktionieren. Ich glaube, es ist egal, solange du in die Übersichtskarte kommst. Oh ja, Tempel des vergessenen Gottes. Reisestunden 40, viel Spaß. Oh, ihr seid schon da. Ein bisschen nach Xulu. Ihr seid schon da. Oh, ja. Also Leute, ich fühle mich, als wäre ich 40 Stunden durchgelaufen. Ich weiß nicht, wieso ich... das ist das Tal der Riesen, Leute. Ui. Da steht ein riesiger Riese vor euch. Aber was der... Oh, er hat direkt ein Gespräch angefangen. Fühlst du dich jetzt klein? Eigentlich mit dem Elfen, der sich aber noch nicht zurückverwandelt hat, aber in einem
Genau, du kannst trotzdem versuchen zu antworten deinem Wolfisch. Aus dem Weg, sagt Verbeek. Das war das Zweite. Wie ungehörig, Zeit, dass euch mal jemand Manieren beibringt. Wirklich? Okay. Rotzehe brauchen keine Mann. Ihren muss nur weglaufen. Jetzt gehen aus Weg oder Rotzehe zermanschen euch alle. Wovor lauft ihr weg, Leute? Rotzehe rennt weg von Heiliger Ort. Er rennt, damit er nicht sterben wie andere. Heiliger Ort. Meint ihr den Tempel? Ja, Rotzehe war Wächter für gute Priester in Heiliger Ort. Aber dann kommen böse Priester, töten gute Priester und andere Verbeekwachen und mit böser Magie. Aber Rotzehe klug. Er fallen zu Boden, damit böse Priester denken, er tot. Also sie weg. Rotzehe steht auf und rennt von Heiliger Ort. Ach, ich würde gerne das Zweite nehmen, aber wir nehmen trotzdem das Erste. Erzähl mir von diesen bösen Priestern. Warum haben sie den Ort angegriffen? Nein, Rotzehe genug geredet. Jetzt rennen. Wegrennen, bevor böse Priester zurückkommen. Bom, 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 bom. Und was es mit diesen Priestern auf sich hat, sehen wir dann alle in der nächsten Episode von Icewind Dale mit dieser wilden Truppe hier. Oh, gerade kommt Visio rein. Oh, mitten in den Lurk. Wir wollten uns gerade verabschieden, aber schön, dass du reinschaust. Hier siehst du die Helden. Den Pixelbrei. Ihr seid der beste Pixelbrei seit geschnitten Pixel. Seit geschnitten Pixels.